Viele, viele Jahre vor unserer Zeitrechnung lebte eine ziemlich pelzige Kreatur in den Tiefen des Gesteins unter den Gräsern der Hochebene. Jenseits des Waldes, der einst einen so erschrecklichen Eindruck auf einen uns wohlbekannten kleinen Frosch gemacht hatte. Jeden Frühling verließ dieses geheimnisvolle Wesen seine schattige Behausung im Inneren der Erde und aß den verbliebenen Schnee. Thank you.
Gut.